Hi, ein ganz kleines, obwohl eher ein ganz großes Sorry im Voraus. Es gab diese Session unfassbar viele Probleme mit meiner Technik und unter anderem sind auch die und die nächste Folge Stardew Valley davon betroffen. Ich hatte kein Mikro. Also ich hatte es schon, aber mein Aufnahmeprogramm hat es irgendwie nicht angenommen und meinte so, okay, komm, nehmen wir mal ohne Ton auf. Dementsprechend habe ich die Audiospuren von Flo bekommen, doch die sind auch nicht sonderlich prickelnd, weil ich in denen unfassbar leise bin. Das müsste jetzt leider mal ein, zwei Folgen durchstehen. I am very sorry dafür, aber in den nächsten Folgen ändert sich das. Was ist denn los mit meiner Aufnahme? Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Stardew Valley. Keine Ahnung, was die ganze Zeit mit dem OBS los ist. Ich drücke auf Start, es passiert nichts. Super. Ja, ich bin hier wieder mit Betty. Hi. Ich habe keine Ahnung, was da die ganze Zeit immer abgeht. Ich muss das mal irgendwie mal wieder fixen. So. Was haben wir in der letzten Folge gemacht? Ich habe wirklich keine Ahnung mehr. Ich glaube, es ist ganz gut gelaufen, würde ich jetzt mal sagen. Oder? Absolut nicht mehr. Die Pause war schon wieder viel zu lang. Es war auch fair. Also wirklich, wir haben ja jetzt wieder die 2 Wochen vorproduziert halt. Und in diesen 2 Wochen haben wir halt nichts wieder gemacht. Deswegen, das ist schon echt Wahnsinn, was das hier ist. Wir geben uns so viel Mühe für euch. So viel Mühe. Ach, lol, du hast ja den ganzen Weg gemacht gehabt und wir haben die Felder ja neu angelegt und alles. Ja. Oh, meine Pastinaken sind fertig. Yay. So. Das sind deine. Die da oben sind deine. Das sind die Felder von meinen. Das da hinten ist mein Feld. Vor allem, weil es mir so richtig witzig ist, ich habe jetzt am Anfang der Folge einfach so richtig cringe in 10 Sekunden, wo ich so richtig lost in die Cam gucke, weil ich deine Aufnahme nicht starten wollte. Oh, nein. Wie kann ich das jetzt am besten aufheben? Okay, so. Ja, also. Die Pastinaken haben wir jetzt schon im, glaube ich, letzten Part jetzt schon bekommen. Also ich habe jetzt wieder eine goldene, aber ich glaube, die können wir jetzt halt auch im Großen und Ganzen verkaufen. Also da wir jetzt sowieso schon alles voll haben, reicht das denn auch, würde ich jetzt sagen. Geister sind übrigens heute nicht auf unserer Seite, also vielleicht solltest du dir nicht unbedingt heute verkaufen. Na super. So, Sieht also aus mit unserem Brunnen. mit unserem Brunnen, ich glaube, da arbeitet noch Robin dran, ne? Der ist fertig. Der ist drin. Oh, schön. Da kannst du jetzt immer Wasser holen. Genau. Finde ich schön, sowas. Genau. Und, oh Gott, ich habe so viele Ideen, ne, was man hier jetzt so machen kann, ne? Also ich glaube, dein Haus lassen wir da, wie es ist, ne? Sieht eigentlich ganz gut aus. Und ich glaube, hier würden wir halt noch so einen kleinen Speicher hinmachen, oder? Oh, ich weiß nicht. Irgendwas wird da schon hinpassen. Also, wenn denn, ich wollte sowieso eigentlich mal jetzt zu Robin gehen. Oder ich werde erst meine ganzen Sachen verkaufen, damit ich dann auch mal zustande bin, mir eine Erweiterung für mein Inventar zu kaufen, weil das mir echt auf die Nerven geht, da Ja, also irgendwas zu tatsächlich die finden. Erweiterung fürs Inventar, da sollte ich vielleicht auch langsam mal drauf gucken. Also ich habe meinen dahin gelegt. Normalerweise kann man den eigentlich auch, I don't know, irgendwo anders platzieren. Hier kann man den eigentlich auch platzieren. Aber ich wollte, nee, ich wollte den Ofen, komm mal mit. Nimm mal den Ofen mit. Bei der Axt kannst du den wegmachen. Genau, ich wollte den Ofen weiter hier oben hin machen. Weißt du, da, wo wir halt auch immer die ganze Zeit was machen, weißt du? Deswegen, immer so in Zweierreihen hier. Weil ich finde das immer ganz gut so. Weil hier ist dann unser Space und so. Und hier kann man dann immer was machen. Genau. Genau, sieht dann ganz gut aus. Genau, und aus Reflex
gehe ich jetzt zu Robin und werde erstmal gucken, was ich mir denn da angucken kann. Leisten kann ich mir halt jetzt gerade nichts, was halt ein bisschen blöd ist, aber naja. Ja. Oh. Sorry. Zu Mine. Du kannst ja auch jetzt mal zu diesem Trupp da reingehen. Da musst du jetzt ein bisschen weiter, wenn du in die Mine noch nicht reingehst, da musst du dann weiter rechts gehen. Da ist dann halt, glaube ich, ein kleines Haus. Ach so, Ach so, das bist du noch gar nicht. Ach so, ich dachte, das hast du schon geschafft. Also ich glaube, was wir als nächstes, wenn wir mal kaufen, ist ein Hühnerstall. Aber wir beide werden dann ja schon merken, so okay, da wir beide ja alleine verdienen, würde ich sagen, dass wir dann halt auch selber dann auch Hühnerstall machen. Deswegen, weißt du? Nicht, dass es denn zu Streitigkeiten führt. Wir kaufen dann quasi alles doppelt und so und Genau. nehmen es auch alles doppelt an, weil wir sind cool und machen alles getrennt voneinander. Na, einfach nur so, weil wir halt separat ja verdienen. Ja, alles Genau. klar, verstehe ich. So, Holzklinge. Nee. Was habt ihr? Topasring? Nee. Kommt das hässliche Vieh schon Bist wieder? du da drunter? Bist du da, wo ich dich letztes Mal gewarnt habe? Nee, ganz so weit bin ich jetzt auch nicht. Ich war gerade auf Ebene 10, da gingen die mir gerade schon auf die Nerven. Ach so, da bist du, okay. Ich würde ganz gerne mehr Schleimis töten. Na, ja, ich bin jetzt mal erstmal weiter unter hingegangen. Ebene 25. Damit ich da dann auch erstmal weiterkommen kann. Oh, ich bin geschleimt. Wie viele brauche ich denn jetzt noch? Tiefer in die Mine? Nee, das war es nicht. Aufnahme. Na, tiefer in die Mine, 40, ne? Wegen. Ja, ich habe eine Katze auf dem Schoß. Oh, man sieht sie nicht in der Cam. Ich dachte, man sieht Luna in der Cam. Das war jetzt witzig gewesen. Gut. Dann mache ich weiter so, genau. Also, wir brauchen sehr viel Kupfererz, was das jetzt hier angeht. Also, ich habe jetzt Kupfererz gefunden. Nehme jetzt noch einen roten Pilz mit, den ich einfach jetzt auch so random gefunden habe. Weil das kann man dann halt früher oder später denn in dem Ofen machen. Dann musst du weiter nach unten gehen. Ach, und Kohle brauchst du natürlich auch, um den Ofen zu aktivieren, ne? Ist ja klar. Okay. Schleim! Gott, oh Gott, oh Gott. Es ist schon 18 Uhr, ich kann nicht mehr. Warum geht das so schnell? Ich hab mal, ich weiß nicht, ob das bei dir oder so war, aber ich glaube, ich habe mal einen Kommentar jetzt bekommen. Der lautet so, dass man mehr Mods auch benutzen kann. Aber bei solchen Spielen bin ich halt Mods so dagegen irgendwie, weißt du? Denn es ist. Denn das ist irgendwie nicht mehr so das Spiel und also danke, dass ich halt wieder Kommentare bekomme. Schön. Aber so im Großen und Ganzen würde ich sagen, so, nee, also vielleicht, dass man dann halt die Zeit ein bisschen langsamer machen kann, aber das ist ja dann halt auch das Ding. Und außerdem passt es ja auch gerade für unsere Aufnahmezeit. So diese
20 Minuten im Dreh, so auch 30 Minuten, weil sonst wird das dann wahrscheinlich auch dann ein bisschen zu lange dauern. Also das passt ja gerade ganz gut hier. Passt auf jeden Fall super gut. Und ich meine, wenn man irgendwann so ein bisschen weiter im Spiel ist, dann wird man auf alle Fälle auch nochmal drauf gucken können, ob man vielleicht mit Mods erweitert. Aber ich finde, solange wir jetzt gerade so gut laufen und vor allem ich, solange ich das Spiel noch kennenlerne, so, finde ich das gar nicht mal so schlecht, solange wir das jetzt quasi in der Basisvariante lassen. Aber das Ja. war jetzt sehr viel so lange gesagt. Ich habe gerade einen Giftpilz gegessen. Ich dachte, das wäre halt einfach. Ja, natürlich. Wenn es rot ist und Punkte hat, natürlich, dass es ein Pilz ist, was giftig ist. Oh, scheiße, diese Würmer. Ich konnte die noch gerade so töten. Was geht auf den Keks? Na, diese Würmer, diese bestimmten Würmer. Ja, die sind bei mir auch gerade ekelhaft, diese Dinger. Ja, alles gut. Geht noch. Gerade so. Oh nein, geht mir schon wieder auf den Keks hier. Geh weg. Geh weg. Geh weg. So. Muss auf jeden Fall jetzt schnell die zweite Ebene, die nächste Ebene finden. Oh ja, geil. Ich bin 30. Ebene. Ich habe den Fahrstuhl aktiviert. Wir können jetzt zur 30. Ebene. Hast du Oh, sehr gut. Ja, schon gehört? Warum ich jetzt die ganze Zeit Erz gesucht habe, ne? Oder was ist das? Kupfererz, genau. Damit wir jetzt halt auch unsere Werkzeuge ein bisschen verbessern können, ne? Okay, wir sind ja jetzt halt ein paar 13, aber trotzdem, langsam kann man ja halt auch ein bisschen anfangen, ne? Deswegen Schaden tut es wahrscheinlich nicht. So, oh, ich habe Sträucher mitgenommen. Wow. und überall diese hässlichen Raupenviecher. Oh, super. Warte mal. Kann ich das hier machen? Wird geschleimt. Oh. So, ist hier irgendwo noch ein Schleim. Ich brauche nicht mehr viele Schleimig. Oh, ich muss noch. Oh, es ist ja schon 23:50 Uhr. Warum macht Ja. das keiner? das ist 23:50. Ja, habe ich gerade gesehen. Ich werde nämlich müde. Egal, machen wir morgen weiter damit. Mine verlassen. Ich will doch nur zur Gilde gehören. Ja, dann muss man ein bisschen warten. Das ist auf jeden Fall mein Ziel. Ich möchte am Ende der Folge zur Gilde gehören. Oh, na dann. Also eigentlich muss ich doch die 10 Schleimis nur dafür töten, oder? Normalerweise ja. Ja, siehst du, mir fehlen, glaube ich, noch 3. Komm, ich pack das. Wenn ich jetzt wieder vor meinem Bett zusammenbreche, ne? Ich rast aus. Ich bin schon mal im Bett. Aber das Komische ist halt, ne? Wenn du jetzt halt auch nicht in dein Bett kommst, dann habe ich auch weniger Energie. Echt? Ja. Das macht ja gar keinen Sinn. Oh, Oh! Hufarbeit Stufe 2. Gießkanneneffektivität Hofarbeit verbessern. Stufe 4. Wie langsam bist du? Neues Herstellungsrezept. Steinzaun. Neues Herstellungsrezept. Mayonnaise-Maschine. Genau, die Ich kann eine Mayonnaise-Maschine. Mayonnaise-Maschine bauen. Genau, dafür brauchst du dann halt Süß. den Hühnerstall. Ah, Genau. wegen den Eiern wahrscheinlich, ne? Genau. So, Hofarbeit Stufe 4 plus Gießkanneneffektivität plus Hackeneffektivität. Aha. Neues Herstellungsrezept Eisenzaun.
Sehr schön. Ich kann jetzt einen Sprinkler herstellen. Ein Machgefäß. Gut. So, wie viel habe ich denn verdient? Oh ja, 1533 hier. Weil ich meine Pastinaken verkauft habe. So, 2 Tage noch und dann wird Sommer. Ich freue mich schon. Ja. Bis zum 28. Ja. Morgen wird es den ganzen Tag regnen. Die Geister sind heute leicht verstört. Das Glück wird nicht auf deiner Seite sein. Nee, da will ich nicht verkaufen. Die waren gestern schon schlecht drauf. Oh, bin ich doof? Bin ich doof? Oh, ich habe mein Feld nicht gegossen. Oh. Sperr sie irgendwo ein. Ich komme halt wirklich wieder Luna vorbei. Guck mal, Wasser. Wasser. So. Okay, was trinken? Jetzt liebt die da. Ja. Sie chillt. Jetzt geht aber weg. Oh mein Gott. Katze blockiert den Weg, ey. Kann nicht mehr. Ja. So, meine Barren sind fertig. Was? Ja, okay, der eine ist halt deiner, aber wir wollen noch mal fertig werden. Oh, gute Frage, nächste Frage. Mal gucken. Was fährt denn bei mir hier lang, Alter? So. Werde die mal noch platzieren hier. So, da und da. Sieht schön aus. Habe ich denn noch irgendwie ein paar Geode? Ah, ich habe ja noch. Oh. Nee, insgesamt sind es 5. Genau. Glaubt man dann noch den gleichen zu Kohle dafür, ne? Ja. Also ich habe gerade gesehen, dass ich ganz schön viel Kohle habe. Was mich schon freut. Ich muss immer noch Robins verlorene Axt finden. Ich weiß, wo die ist. Wo Wie bitte? ist die? Die ist bei diesem, wenn du auf die Karte schaust, wo Lea wohnt. Also Marnies Ranch. Ganz unten da, wo du doch Vincent und die eine Tussi doch da gefunden hast, da in der Nähe da, wo die auch der Lauch ist. Da ist es. Okay, dann laufe ich da gleich mal hin. Mal sehen, ob da jetzt schon Pilze sind. Ich brauch 5 Erze für einen Barren. Ja. Was willst du machen, ne? Wenn du schon einen Barren haben möchtest, dann musst du schon einen Barren haben. Die Weisheiten des Tages. Wie wir auch so konzentriert sind und nichts sagen. Oh. Ja, jetzt gerade sind wir wirklich gerade ein bisschen leise, das stimmt. Ich werde hier durch. So. Ich bringe meine Barren jetzt weg. Und jetzt, wo Luna nicht mehr blockiert, gehen wir back in the mine. Hast du drauf gewartet, Assö? Warum kann ich ihn nicht durch? Oh, da ist aber ein Lauch. Oh! So. Wieso kann ich da nicht durch? Oh, weil das so ein scheiß Baum ist. Ah. Boah, das trifft
Schiff machen, wirklich. Was denn? Ach so, ja. Bei uns untereinander fahren, da sollte man vielleicht ein bisschen klar Schiff machen, weil das nervt Ich mich mache gerade schon ein total. kleines bisschen da unten Platz, damit ich da was hinbauen kann. Aber ich weiß noch nicht was. Das ist halt das Ding. Ich habe keine Ahnung, was ich da hinbauen kann. Gut, ich weiß nicht, wie das da ausschaut. Aber es ist nicht besser, wenn wir gemeinsam hingehen? Egal. Wir fahren noch mal so fünf Dings hier runter. Aber das ist auf jeden Fall quasi Steinboden. Hier stehen so überall Fackeln. Ah, ja, Das okay. ist Erde. Ein Geist? Hast du einen Geist gefunden? Oder eine Mumie? Ich denke mal, es ist eher eine Mumie. Okay, das ist eine Mumie. Ja, ist da. Wie Also, halten die aus? ich habe halt auch früher gedacht, dass Stardew Valley halt ein Farmerspiel ist, aber. Wie viel halten die aus? sehr viel. Warte, ich komme auch hin. Brauche ja auch wieder Erz. Da ist ein Lauch. Das nehme ich mit. Wieder irgend so ein Dingsbumsens. Dingsbumsens. Na, dieser Nebel. Ach so, ja, dieser Nebel, da kommen ja diese ganzen ekelhaften Viecher. Okay, ich sehe hier nichts. Es ist eindeutig zu dunkel. Ohne Fledermaus. Mine verlassen. Nee, da habe ich keinen Bock drauf. Nee, das schaffe ich nicht. Ich gehe nochmal auf Stufe 5. Das ist doch mal gut, Schalmis. Jo, ich bin jetzt gerade unten. Oh. Ich bin auf Stufe 5. Braucht doch eigentlich nur Schleimis. Drei Stück. Da ist ein Schleimi. Oh, da ist noch ein Schleimi. Das war gerade komisch. That's weird. Warte, ich komme gleich runter. Lass mich nur noch meine Aufgabe erledigen. Ich konnte da irgendwie jetzt nichts Weltbewegendes abbauen. Keine Ahnung warum. Okay, ich gehe jetzt nochmal. Also bist du nach unten oder bist du mittlerweile wieder hoch? Ich bin unten. Gut, dann gehe ich jetzt einmal aus der Mine raus und komme runter. Ich habe zwar nicht mehr ganz so viel Energie, aber das Ja, ich sollte bin hier auch eigentlich gerade ein bisschen am Arsch. ausreichen. So. Wo genau bist du jetzt, ist die Frage. Ey, vergiss es. Ich laufe da runter und jetzt kommen gerade direkt fünf, sechs Fledermäuse entgegen. Okay. Und das ist Wie jetzt soll ich schlecht? denn die. Ja, die attackieren mich. Die machen eine Aura. Oh, was war das denn jetzt gerade? Ey, es sind halt wirklich keine Ahnung, wie viele. Oh, die hitten gerade richtig rein. Ja, denn. Oh, ich habe eine Bombe. Hi, na, was geht ab? So, nach unten. Ich werde jetzt die Bombe hier platzieren. Pass auf. Geh weg da, geh weg da, geh weg da. Das war ganz schön knapp. Guck dir mal an, wie viele Viecher das auf einmal sind. Ja, aber wir müssen halt Das ist doch weiterkommen. nicht Das, was soll normal. man machen? Also meine Health ist auf jeden Fall noch ganz gut in Form, würde ich mal sagen. Kannst So. du die aufheben? Nee, kann ich nicht. Ich habe nicht mehr Platz. Ich habe die runtergeschmissen.
Weg von Betsy! Ich kann dich nicht mehr sehen, aber egal. Oh. YOLO. Wenn wir halt wenigstens erstmal nur noch so auf 35 kommen, weißt du, das reicht ja auch voll. Ja, genau, das wäre auch ganz gut, glaube ich, für uns beide. Dann kann man sich auch erstmal wieder hier. Komm runter! So, ja. Stellen, wo es hier so dunkel ist, ich sehe gar nichts. Wenn hier jetzt irgendwo ein Durchgang wäre, ich würde es nicht bemerken. Doch, wirst du. Ich sehe null. Du würdest denn so sehen, oh, warum kann ich da nicht weitergehen? Drückst du denn so Rechtstaste, so, oh, unten? Okay, meine Energy ist gleich richtig im Arsch. Ich kann gleich nicht mehr helfen. Verdammt. Hast du nichts, irgendwas zu essen oder so? Die Sportkarotte oder so? Oh, warte, ich hab Meerrettich. Ja, der hat auch gefühlt absolut alles gegeben. Nix also. Ey, komm, wo ist denn halt die blöde... Oh, verdammt, ich hasse sowas. Da unten! Was heißt denn da unten? Da unten ist der Weg. Ich sehe nicht, wo ich langlaufen muss. Ach, ich komme hier lang. Da ist ein Weg. Super. Okay, nach oben. Super. Ja, perfekt. 22:20 Uhr, alles erledigt. Läuft super. Gott, oh Gott, oh Gott, nach Hause, ab nach Hause, let's go hier, ich kann nicht mehr. Und ich habe meine Aufgabe, glaube ich, fertig, ich muss gleich mal noch kurz gucken. Also kommen wir auf jeden Fall ganz weit jetzt zur Ebene 40, das ist doch schon ganz gut hier. Ja, uns fehlen jetzt nur noch 5. Ja. Das ist verdammt gut. Wir sind aber echt schnell, finde ich. Was das angeht, ja, das ziehen wir gerade echt gut durch. Ja, aber lass uns mal dann irgendwas anderes machen. Wir müssen mal halt auch wieder so Kontakte knüpfen oder so, weißt du? Oh, ich will mich immer noch gut mit Sebastian verstehen. Ja, und ich mich gut mit Alex. Aber die Karotte, die Höhlenkarotte, die wir brauchen, die müssen wir irgendwo an den Baum legen. Das weiß ich. Ich weiß nur nicht mehr welche. Okay, das warte heißt, mal. So. Steine. Das heißt, ich kann eventuell in der nächsten Folge auch nochmal... Ich habe jetzt 2 Schmelzofen gemacht. Oh, sorry, ja. Handwerkskram, Bündel sammeln, Exoten, da ist die Höhlenkarotte mit drin. Da hätten wir übrigens auch einen Fliegenpilz gebraucht. Ja. Es wird spät. Ja. Super. So. Super. Gut, dann war es das jetzt auch mit der Folge von Stardew Valley. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Hinterlasst gerne einen Däumchen nach oben da, kommentiert nicht vergessen und wir sehen uns bei einer weiteren Folge. Bis dahin sage ich bye bye.